Hallo. Ich muss noch kochen heute. Kleines Hüngerchen ist noch vorhanden. Ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt. Also heute gibt es fleischlose Kost. Also das habe ich nicht schon mal erwähnt. Aber ich habe, glaube ich, schon mal erwähnt, was der Ursprung eigentlich dieses Wortes oder des Begriffs Vegetarier ist. Das kommt aus dem Sanskrit. Und bedeutet zu blöd zum Jagen. Ja, und in dem Sinne gibt es heute bei uns Gemüse und Nudeln. Oh, da habe ich ganz schön was preisgegeben. Egal. Am nächsten Tag ging sie mit einem ganz anderen Verständnis an ihre Arbeit. Wenn ihr das alles aus lauter Güte geboten wurde, musste sie mit einem ganz anderen Fleiß daran gehen als bisher. Sie vergaß nun an sich selbst zu denken. Die Arbeit und das große Ziel, das erreicht werden sollte, nahmen sie jetzt ganz in Anspruch. Und von diesem Augenblick an machte sie ihre Sache ganz ausgezeichnet, sobald ihre Schüchternheit sie nicht hemmte, war sie sehr geschickt und fingerfertig. Jetzt, wo ihr die Schuppen von den Augen gefallen waren, erkannte sie überall das wunderbare, große Wohlwollen. Jetzt sah sie, wie liebevoll im ganzen Seminar alles für die Teilnehmer an den Kursen eingerichtet war. Diese Teilnehmer wurden bei weitem nicht nur in Handarbeit unterrichtet, der Vorstand hielt Vorträge über Erziehung, er gab Turnunterricht, er bildete einen Gesangverein und beinahe jeden Abend traf man sich, um zu musizieren und Vorlesungen zu hören. Und außerdem standen Bücher, Boote, Badehäuser und Klaviere zur Verfügung. Alle sollten es gut haben, sich wohlfühlen und vergnügt sein. Allmählich wurde der Lehrerin klar, wie wertvoll es war, wenn jemand die schönen Sommertage auf einem solchen großen schwedischen Herrenhofe verbringen durfte. Das Schloss, in dem der alte Herr wohnte, lag auf einem Hügel, der fast ganz von einem See umgeben und durch eine wunderschöne steinerne Brücke mit dem Lande verbunden war. Die Lehrerin hatte noch nie etwas so Schönes gesehen, wie die Blumenbeete auf den Terrassen vor dem Schlosse, wie die alten Eichen im Park, wie den Weg am Seeufer entlang, wo die Bäume sich über das Wasser neigten, oder wie den Blick über den See vom Pavillon auf den Felsen. Die Schulgebäude lagen auf dem Festland, dem Schloss gerade gegenüber, auf grünen, schattigen Wiesen, aber es stand den Schülern frei, ganz nach Belieben im Schlosspark spazieren zu gehen. Der Lehrerin war es, als wisse sie erst jetzt, wie schön der Sommer sei, seit sie ihn an einem so wunderschönen Ort wie Nääs gesehen genießen durfte. Doch, muss man nicht meinen, sei nun eine große Veränderung mit ihr vorgegangen. Nein, mutig und selbstbewusst wurde sie nicht, aber sie fühlte sich froh und glücklich. Diese Güte hier erwärmte sie bis ins innerste Herz hinein. An einem solchen Orte, wo es alle gut mit ihr meinten und ihr nützen wollten, konnte sie sich unmöglich ängstlich fühlen. Und als der Lehrgang zu Ende war und die Schüler Nääs verließen, war sie ganz neidisch auf alle, die dem alten und dem jungen Herrn richtig danken und das, was sie fühlten, in schönen Worten ausdrücken konnten. Ach, so weit brächte sie es gewiss in ihrem ganzen Leben nicht. Sie kehrte nach Hause zurück, nahm ihre Arbeit in der Schule wieder auf und war ebenso befriedigt davon wie vorher. Sie wohnte so nahe bei Nääs, dass sie an einem freien Nachmittag zu Fuß hin und zurück wandern konnte. Und anfangs tat sie das auch ziemlich oft. Aber es war eben immer wieder ein anderer Jahrgang, immer andere Gesichter, ihre Schüchternheit überfiel sie aufs Neue und so wurde sie allmählich ein immer seltenerer Gast in der Slöjd-Schule. Aber die Zeit, als sie selbst Schülerin auf der Nääs gewesen war, stand trotzdem immer als das Beste, was sie je erlebt hatte, in ihrer Erinnerung. Im Frühling hörte sie eines Tages, dass der alte Herr auf Nääs gestorben sei. Da dachte sie an den schönen Sommer, den sie auf einem Gut verbracht hatte, und das Herz wurde ihr schwer, weil sie sich niemals so recht bei ihm bedankt hatte. Er hatte ja sicherlich Dankesbezeigungen genug erhalten, von hohen wie von niederen, aber sie selbst wäre jetzt glücklicher gewesen, wenn sie ihm einmal mit ein paar Worten ausgedrückt hätte, wie viel er für sie getan habe. Auf Nääs wurde der Unterricht auf dieselbe Weise fortgesetzt wie vor dem Tode des alten Herrn. Er hatte nämlich das Ganze
Schöne Gut der Schule vermacht. Sein Neffe aber blieb auch fernerhin der Vorsteher und leitete das ganze Unternehmen. So oft die Lehrerin nach Nääs kam, war irgendetwas Neues zu sehen. Jetzt handelte es sich nicht mehr allein um Slötkurse. Der Vorsteher wollte auch die alten Gebräuche und die alten Volksvergnügungen wieder ins Leben rufen, und so richtete er auch Lehrgänge für Singspiele und viele andere Arten von Spielen ein. Aber in einer Hinsicht blieb alles beim Alten. Noch immer wurde von den Leuten, von dem Wohlwollen, das sie hier überall umgab, das Herz warm, und sie fühlten, wie sehr doch alles darauf gerichtet war, dass sie nicht allein neue Kenntnisse, sondern auch Arbeitsfreude mitnehmen sollten, wenn sie zu den kleinen Schulkindern ringsum im Lande zurückkehrten. Nur wenige Jahre nach dem Tode des alten Herrn hörte die Lehrerin eines Sonntags in der Kirche, der Vorsteher auf Nääs sei gefährlich erkrankt. Sie wusste, dass er seit einiger Zeit an schweren Herzkrämpfen litt, hatte aber an keine Lebensgefahr für ihn gedacht. Jetzt aber hieß es, diesmal stehe es sehr schlecht. Von dem Augenblick an, als die Lehrerin dies hörte, konnte sie nicht anders mehr denken, als dass am Ende der Vorsteher jetzt auch sterben würde wie der alte Herr, ohne dass sie sich bei ihm bedankt hätte, und sie überlegte hin und her, was sie tun könnte, um ihren Dank darzubringen. Am Sonntagnachmittag ging die Lehrerin bei den Nachbarn umher und fragte, ob die Kinder sie nicht nach Nääs begleiten dürfen. Sie habe gehört, der Vorsteher sei krank, und sie denke, es werde ihn freuen, wenn die Kinder hierher kämen und ihm ein paar Lieder sängen. Es sei allerdings schon ziemlich spät am Tage, aber es sei ja jetzt gerade heller, klarer Mondschein, deshalb könnte man gut noch gehen. Die Lehrerin hatte das Gefühl, dass sie an diesem Abend durchaus noch nach Nääs käme oder nach Nääs müsse, und sie fürchtete, es könnte am nächsten Tag zu spät sein. Die Sage von Westgötland, Sonntag, 9. Oktober. Die Wildgänse hatten Bohuslän verlassen und verbrachten die Nacht auf einem Sumpf in Westgötland. Um im Trockenen zu sein, war der kleine Nils Holgersson auf einen Grabenrain hinaufgekrochen, der quer über die sumpfige Wiese hinlief. Er suchte noch nach einem trockenen Platze, wo er sich zum Schlafen niederlegen konnte. Aber als er eine kleine Schar Menschen des Wegs daherkommen sah, es war eine junge Lehrerin mit etwa einem Dutzend Kinder um sich her, die Lehrerin in der Mitte, schritten sie in einem dichten Trüpplein unter fröhlichem und vertraulichem Geplauder frisch drauf los, dass der Junge Lust bekam, eine Strecke weit hinter ihnen herzulaufen, um zu hören, wovon sie miteinander sprachen. Diese Absicht konnte er leicht ausführen, wenn er sich im Schatten am Wegrand hielt, konnte ihn unmöglich jemand sehen. Und wo 15 Menschen gingen, machte das Geräusch ihrer Fußtritte einen ordentlichen Lärm. Da konnte sicher niemand den Kies unter seinen kleinen Holzschuhen knirschen hören. Und die Kinder auf dem Wege in guter Laune zu erhalten, erzählte ihnen die Lehrerin alte Sagen. Als der Junge sich der Schar anschloss, war sie eben mit einer fertig geworden. Aber die Kinder bettelten sogleich um eine neue. Habt ihr denn die Geschichte von dem alten Riesen im Westgötland schon gehört, der auf eine Insel weit droben im nördlichen Eismeer gezogen war? Fragte die Lehrerin. Nein, die hätten sie noch nie gehört, riefen die Kinder, und die Lehrerin begann. In einer dunklen, stürmischen Nacht scheiterte einstmals ein Schiff an einer kleinen Schäre, weit droben im nördlichen Eismeer. Das Schiff zerschellte an den Klippen, und von der ganzen Besatzung konnten sich nur 2 Mann ans Land retten. Tropfnass und von Kälte erstarrt standen sie auf der kleinen Felseninsel und waren natürlich überaus froh, als sie am Ufer ein großes Feuer lodern sahen. Ohne an eine Gefahr zu denken, eilten sie darauf zu, und erst als sie ganz nah herangekommen waren, sahen sie, dass vor dem Feuer ein fürchterlich großer Hühne saß. Ja, es war ein so großer und starker Mann, dass sie keinen Augenblick in Zweifel sein konnten, mit wem sie es da zusammengetroffen waren. Nämlich mit einem Mann aus dem Riesengeschlecht. Zögernd blieben sie stehen, aber der Nordwind fuhr mit furchtbarer Eiseskälte über die Schäre hin, und sie fühlten wohl, dass sie erfrieren müssten, wenn sie sich nicht an dem Feuer des Riesen wärmen durften. Deshalb beschlossen sie, sich zu dem Riesen hinzuwagen. »Guten Abend, Vater«, sagte der Ältere von den beiden. »Wollt ihr 2 schiffbrüchigen Seeleuten erlauben, sich an eurem Feuer zu wärmen?«
Der Riese fuhr jäh aus seinen Gedanken auf. Er reckte sich und zog sein Schwert aus der Scheide. Erlaubt das? Mal schauen.